Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Starfield. So, dann wollen wir mal mit Ryujin weitermachen, wo wir aufgehört hatten. Das heißt, wir düsen gleich mal los. Infinity, LTD und Co. Ich hab dich im Blick. Inland. Ein bisschen verkehrt, ne? Ich bin gerade beschäftigt. Aber nur ein bisschen. Ein bisschen Orientierungsprobleme gerade gehabt. Gut. So. Aber wollen wir jetzt mal in die Astral Lounge und die beiden Leute einmal kurz begrüßen. Jetzt bin ich auch am überlegen, ne? Wir können ja noch mal kurz gucken, ob Neville und Co. Hallo, willkommen bei Newbers. Ein paar Credits haben. Nee, haben die nicht. Ich würde aber auch mal so langsam wieder ein bisschen Kleingeld reinfahren, ne? Naja, komm, machen wir erstmal mit der Quest weiter, bevor ich mich jetzt hier hinsetze und dann auch noch warte und so ein Käse. Bleib sauber, so dringend sind die Credits jetzt noch nicht. Noch nicht. Hast du schon ich kenne Leute. Unsere Geldautomaten getestet? Dementsprechend gucken wir mal. So. Blub, 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 blubs. Es ist durchaus bewundernswert, was Bayou hier aufgebaut hat. Naja, kann man so und so sehen, ne? Ist der Wahnsinn hier! Entschuldige, aber kenne ich dich? Und ich wollte mich einfach mal nett wieder unterhalten. Gut, dann plaudern wir. Mein Interesse ist geweckt. Außerdem will ich diese Geschäftsreise voll auskosten. Ich nehme an, du bist wegen Ryujin hier? Ryujin Industries? Gut geraten, nachdem wir in Neon sind, aber nein. Infinity LTD. Ein Deal mit Infinity LTD? Das klingt riskant. Riskant, sagst du? Warum das? Klär mich auf. Infinity LTD ist keine starke Marke. Und deswegen haben wir auch vor, diesen Deal durchzuziehen. Dank ihrer Schwäche kann unsere starke Führung sie formen. Eine perfekte Konstellation. Infinity fehlt es aufgrund der ständigen Umstrukturierung an einer klaren Vision. Ihre Instabilität ist ein problematischer Punkt. Aber damit kommen wir klar, solange wir bei allen Projekten federführend sind. Umwälzungen bringen allerdings immer ganz eigene Probleme mit sich. Verzögerungen, Moral, Image. Und ob Drexler wirklich dauerhaft bestehen kann, muss er erst noch beweisen. Vielleicht ist das wirklich ein zu hohes Risiko für mich. Was Innovation angeht, ist Infinity ein Mitläufer, kein Anführer. Dieser Trend ist mir bekannt, ja. Wir sind bereit zu einer Zusammenarbeit, um Infinity zu helfen, an Ryujin vorbeizuziehen. Aber Garantien gibt es nicht. Eine überraschende Unterhaltung, die ich nie von jemandem wie dir erwartet hätte. Hier gilt wohl die alte Redewendung, dass man nicht nach dem Äußeren urteilen soll. Jetzt muss ich wohl einiges neu überdenken. Der Vergnügungsteil meiner Reise muss also verschoben werden. Danke für die Information. Ach, da nicht für. So, dann wollen wir mal auf zum nächsten. Hol die Aurora, mach dich locker. Ja, wir holen uns Aurora und machen uns locker. So, hallo. Bayou hat all die Jahre über jede negative Entwicklung verhindert. Er ist Unternehmer durch und durch. Auf mich wirkst du selbst wie ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Genau wie du. Du arbeitest nicht zufällig für Infinity LTD, oder? Nein, und ich würde auch nicht wollen, dass jemand das denkt. Du scheinst etwas gegen Infinity zu haben. Ich würde zu gerne hören, warum. Infinitys Profite sind fingiert. Eine Buchprüfung wäre ihr Bankrott. Das ist eine gewagte Behauptung.
Da müsstest du schon über Insiderwissen zu ihrem Unternehmen verfügen. Es stimmt aber auch mit meinen eigenen Recherchen zu ihren Firmenfinanzen überein. Im Vergleich sind Ryujins Profite um 25,7% höher, trotz besserer Qualität. Oh, ich bin beeindruckt. Das passt zu den Insider-Details, die wir bekommen haben. Interessant. Hey, hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen und mit dir zu plaudern. Aber ich glaube, ich muss mir noch mal einige Daten ansehen, bevor ich zu ihrer Präsentation gehe. Wir sehen uns. Und nächstes Mal machen wir vielleicht Geschäfte. Nächstes Mal. So, dann wollen wir noch mal einmal kurz was austauschen. Du bist doch da draußen, oder? Im Weltall. So, machen wir einmal kurz so. Du. Was haben wir denn hier? Wir haben ganz viele verschiedene Sachen hier. Dann bräuchten wir den hier. So. Und jetzt nehmen wir noch den letzten. Hoffentlich gelingt dir das, bevor wir entdeckt werden. Na, easy peasy. Und einmal ausgetauscht. So, dann können wir auch schon weiter. Wieder zurück zur Tanzfläche. Darf ich mal? Entschuldigung. Auftrag abgeschlossen. Naja, einige Questen sind ja relativ einfach. Mal kurz ein bisschen Überzeugungskraft leisten, dank des Manipulieren-Skills. Ist das kein Problem. Bezüglich auch das Überzeugen haben wir ja auch auf Maximum, also... Ja... Mach Ärger und ich schmeiß dich sofort. Ist an und für sich kein Problem. Mach bloß keinen Ärger. Oh, ich mache nur Ärger. Ich ziehe Ärger magisch an. Blups. Operations. Hoffentlich hast du gute Neuigkeiten. War doch gar nicht so schlimm, oder? Kinderspiel. Du bist ein Naturtalent. Und das meine ich wirklich ernst. Die Astral Lounge kann auf manche Menschen ein klein wenig überwältigend wirken. Dazu dann noch Leute manipulieren, die das Äquivalent zum Oberboss sind? Das ist für die meisten unerfahrenen Agents nicht ganz leicht. Insgesamt nicht schlecht für deinen ersten großen Auftrag. Du hast dir sogar einen Bonus verdient, den Linden sehr gerne gewährt hat. Schön, dass unsere Zurückhaltung geschätzt wird. Danke für den Bonus. Du hast ihn dir verdient. Wenn du mich weiter gut aussehen lässt, war es nicht der letzte. Aber bei Ryujin gibt es immer etwas zu tun. Wir haben reichlich unerledigte Aufträge und es kommen laufend neue rein. Hoffentlich bist du startklar. Das wird wenigstens mal eine kleine Abwechslung vom Üblichen. Was steht als nächstes auf dem Plan? Dein nächster Auftrag ist, einen Konkurrenten auf seinen Platz in der Geschäftswelt zu verweisen. Man könnte es Vergeltung nennen, aber das ist alles Ansichtssache. Immer her mit den Details. Die Außenwirkung ist für die meisten Firmen lebenswichtig. Vertrauen in die Produkte führt zu einem guten Ruf und das wiederum bringt Profit. Und Profit ist nun mal das Nonplusultra. Du sollst ein ARC-Gerät platzieren. Damit lassen wir unsere Konkurrenz fahrlässig erscheinen und ruinieren sie in der Öffentlichkeit. Das krieg ich hin. Sehr gut. Du musst nur das ARC am Wartungsterminal des Ziels anbringen. Alles andere übernehmen wir dann. Achte darauf, dass dich niemand sieht. Es ist wichtig, dass das alles wie eine Betriebsstörung wirkt. Und viel Erfolg. Wenn du so weitermachst, hast du bald meinen Job. Gut. So, einmal auf nach Haupttech. Kein Problem. Na, machen wir lieber so. Wlups.
Und einmal nach Haupttown. Das Ding anzubringen war ja auch nicht wirklich schwer. Eigentlich ist Ryujin eigentlich auch eine schöne Geldquelle, was eigentlich mit den richtigen Skills... Schmuggler verwenden gern Hoptech-Schiffe, um sich als rechtmäßige Frachter zu tarnen. Was die Firma wohl dazu sagt? Weiß ich nicht, was die Firma dazu sagt. Ah, hier ist auch noch kein Geld drin. Schlimm, nirgendwo ist Geld drin. Krieg meine Waffen nicht mehr verhökert. Ron Hope ist das Beste, was uns je passiert ist. So, aber jetzt einmal schnell nach hinten durch. Die Garantieverlängerung kannst du dir sparen. Ich soll mich ja eigentlich niemand sehen, ne? Aber irgendwie war das hier noch nie wirklich der Fall, dass das irgendwelche Konsequenzen hat, wenn mich irgendjemand hier gesehen hatte. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo kamen wir rein in das Schiff? Hier vorne. Das war ja nur der eine, der hier blöde war. So. Sollte gepasst haben. Jetzt können wir eigentlich schon wieder zurück. Blups, blups. Und ab nach Voli. Schnell verdiente Kohle. So, und dementsprechend wieder zurück nach Ryujin. Ha. Ich hab zu tun. Ryujin ist eher so der besser bewaffnete Postbote. Questen. Mehr ist das irgendwie nicht. Aber naja. Da war was Hohles im Weg. Hallo, hast du ein Update für mich? Ich habe das RRC-Gerät platziert. Gute Arbeit. Dann wird Masako die Abendnachrichten heute besonders erfreulich finden. Also, weiter im Programm, was? Bevor ich's vergesse, wir haben die Resultate deines Ausflugs in die Astral Lounge. Es sind gute Nachrichten, der Deal ist gescheitert. Masako war recht zufrieden und hat Linden angewiesen, dir einen kleinen Bonus zu geben. Nicht genug für ein neues Schiff, aber nicht übel. Danke für den Bonus. Du verdienst es, aber zurück zur Sache. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen wir gut über die Konkurrenz informiert sein. Der nächste Auftrag erfordert etwas härtere Mittel, da sie solche Informationen eher nicht freiwillig herausrücken werden. Immer her mit den Details. Gut. Außer den üblichen gibt es nicht viel zu sagen. Dein Ziel ist ein Bauplan für den Prototyp eines neuen Motors von Trident Luxury Lines. Gerüchten zufolge könnte der Motor 17% effizienter sein als jeder andere, der aktuell auf dem Markt ist. Der aktuelle Bauplan wurde für die Prototypenfertigung an die Sternwerft geschickt. Er ist vielleicht im Bürobereich oder der Fabrikhalle. Verstanden. Ein Prototyp-Bauplan kommt sofort. Die Trident Luxury Sternwerft befindet sich im Orbit von Aquila im Cheyenne-System. Die Regeln sind die gleichen. Sei diskret, lass dich nicht erwischen. Wir sind immer diskret. Erwischen, naja. Es kann ab und zu mal vorkommen. So, einmal zur Trident Sternenwerft. Scannen kurz auf Schmuggelware, dann kannst du weiterfliegen. Ja, dann scannt mal.
Ich flieg mal weiter, weil ich bin ein bisschen falsch abgebogen. Schien sauber zu sein. So, dann wollen wir hier mal andocken. Jetzt. Und das war's. Wunderbar. Wie kann ich Ihnen dienen, Captain? Willkommen bei Trident. Dienen kannst du mir gerade nicht. Ich sorge hier nur für die. Es wird oft debattiert, ob Trident-Schiffe überteuert sind. Ich bin selbst nie eines geflogen, daher weiß ich es nicht. Gab's hier nicht noch einen einfachen Weg hier? Der nicht so offensichtlich war? Ich meine doch, es gab hier einen. Jetzt muss ich die Wache gleich wegschicken. Bin ich sogar hier hinten? Keine Dummheiten, okay? Ja, genau. So, dann können wir doch uns hier nochmal durchknacken. Was haben wir denn hier noch? Ja, der würde zwar passen, aber ich würde jetzt dann schon den Einer raushauen müssen. Gut, machen wir mal. Der würde so auch reinpassen. Dann bräuchte ich noch einen, der übers Eck geht. Perfekt. Der passt hier nicht rein. Nehmen wir die beiden. So. Und dann kommen wir hier doch einfach an die Baupläne ran. So und... Ja, passt auch nicht so. Müsste ich doch den hier nehmen. Und den hier rüberschieben. Das passt schon besser. Und jetzt sind es ja nur noch zwei. Das heißt, das kann ja nur noch so sein. Und Bauplan. Und wieder rausgehopst. Und wieder an Bord des Schiffes. Vasco, wir düsen wieder ab. Komm. Einmal abdocken. Und wir sind frei. So, und dann wieder zurück zum Tower. Er ist, wie gesagt, besser bezahlter Postbote. Es gibt zwar viele mehr Aufträge, finde ich, als jetzt bei den anderen Questen. Aber die meisten sind eigentlich nur, geh mal kurz hin, hol fix, fertig. Erst gegen Ende wird es ja interessant. Vorher noch nicht so. Ja, ich quatsche gar keinen an. Ist ja gut. Schlimm mit denen. Möchte man nur eine Konversation betreiben und schon wird man hier gleich beleidigt. Und wegen Quatsch mich nicht an und so. So. Ah, genau dich wollte ich sehen. Hast du den Bauplan? Ja, bitte. Sehr gut. Die F&E-Abteilung ist schon ganz ungeduldig. Bring das bitte zu Wiener, damit sie die Rückentwicklung einleiten kann. Aber erst will Ularu mit dir sprechen. Ihr Büro ist in der Chefetage. Ich habe deine Sicherheitsfreigabe erhöht, damit du da reinkommst. Sag ihrer Assistentin Maeve, dass du einen Termin hast. Ich komme bald nach, falls du dich verläufst.
Aber nur, falls ich mich verlaufe. Na gut, denn... Imogen und Yuko haben den Laden fest. Jetzt geht's ja erst richtig los mit Ryujin. Denn ab in die Chefetage. Ich glaube, sowas in den Sperrzonen. Es sagt schon etwas aus, nicht wahr? Dass die Manager alle anderen physisch unter sich haben wollen. Kann ich helfen? Name und Termin. Bull Turtle, ich habe einen Termin bei Ularo Chen. Bestätigt. Ularo ist noch kurz in einem Meeting mit Genevieve. Ihr könnt hier oder in der Lobby warten. Ich rufe euch, wenn sie euch empfangen kann. Hier steht, dass Imogen Sarsu so bei dir sein soll. Ich bin hier, Maeve. Gut, es sollte nicht lange dauern. Ah, schneller als gedacht. Ularo ist jetzt schon bereit. Ach, eins noch. Du weißt, wenn sie nicht mitspielen, bleibt uns nur noch eine Option. Gott, Ularo, ist das deine Universalantwort? Ich will keine weitere PR-Katastrophe. Ja, Viv, weil du zu gut in deinem Job bist. Wir besprechen die Details später. Mein nächster Termin ist da. Schön. Aber du darfst das bei unserem nächsten Meeting Alexis sagen. Ich habe dich im Blick. Da bist du ja endlich. Ich habe schon sehr viel von dir gehört. Ich bin Ularo Chen, Head of Operations hier bei Ryujin. Also, wie gefällt dir dein neuer Job bisher denn so? Der Job ist genau meine Kragenweite. In dem Fall erweist sich unser erster Eindruck von dir als erstaunlich zutreffend. Also, die liebe Genie sagt, du hast die Grundlagen unserer Arbeit schon durchlaufen und hattest jedes Mal Erfolg. 5 erfolgreiche Standardaufträge und einen speziellen. Ein paar Zwischenfälle hier und da, aber alles kein Problem, oder? Ich habe zufällig einen persönlichen Auftrag für dich. Einen, bei dem du dich mit einem externen Kontakt treffen musst. Ginny scheint zu glauben, dass du das mühelos hinbekommst. Er ist der beste Agent, den ich je angeheuert habe. Und auch der einzige Agent, den du je angeheuert hast. Treffen mit externen Kontakten sind nicht immer so simpel wie deine bisherigen Missionen. Manche sind wankelmütig oder fordernd. Du musst also wissen, wie du mit ihnen umgehst und spontan Entscheidungen treffen. Verstanden, das kriege ich hin. Gut, sonst hätten wir hier bei Ryujin wohl auch nicht viel Verwendung für dich. Dein Kontakt ist Simon Ritschek. Er hat angeblich Informationen zu einem neuen Projekt, an dem Infinity Ltd. arbeitet. Er nennt das Projekt einen Game Changer, an dem Ryujin sicher besonders interessiert wäre. Er verlangt also bestimmt nicht wenig. Wir haben ein Budget von bis zu 1000 Credits dafür. Handle ihn möglichst weit runter. Wenn es wichtig ist, besorge ich die Informationen. Du besorgst die Informationen, wenn du deinen Job behalten willst. Simon überprüft deine Identität über einen geheimen Losungssatz. Die Details bekommst du von Genie. Das ganze Konzept ist unter meiner Würde. Simon ist ganz sportverrückt und redet bei jeder Gelegenheit darüber. Irgendwann sagt er beiläufig, sieht aus, als wären die Galactic Raiders dieses Jahr haushoher Favorit auf die Universal Championship. Du antwortest darauf, Razor Derby ist der einzig wahre Sport. Klar? Razor Derby ist der einzig wahre Sport. Alles klar. Geht klar, bin bereit. Er ist in Cydonia. Hoffentlich ist dein Schiff also vollgetankt. Such ihn über den Lux Condos auf der Plaza. Du hast den Burschen sehr gelobt, Genie. Hoffentlich lässt er dich nicht schlecht aussehen. Jetzt entschuldige mich bitte. Ich muss noch einiges erledigen. Vielen Dank für das Vertrauen. Mach hier keinen Ärger. Na gut. Dann wollen wir mal weiter ins Soulsystem. Wir wissen ja schon, was jetzt passieren wird. Bin ich am überlegen, eigentlich können wir es ja gleich aus dem Orbit pusten, oder? Die UC vergessen manchmal, dass ihre Geschichte mit dieser Stadt verbunden ist. Ja,
Das ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Jetzt, dann einmal. Wenn du den Aufzug oder die Treppe verwendest, halt. Das Spiel anpreisen. Ich will endlich hier weg, verdammt. Hast du dich verirrt oder willst du nur mit einem arbeitslosen Miner plaudern? Du sahst so aus, als könntest du ein paar freundliche Worte gebrauchen. Ach. Das einzig Gute, worüber man noch reden kann, ist Sport. Apropos, sieht aus, als wären die Galactic Raiders dieses Jahr haushoher Favorit auf die Universal Championship. Razor Derby ist der einzig wahre Sport. So sieht's nämlich aus. Hat er schon gehört, dass sie jemand Neuen schicken? Willkommen. Ich habe Informationen zu einem Deal zwischen Infinity Ltd. und der Deimos Sternenwerft. Deine Arbeitgeber wären sicher sehr an den Details interessiert, also erhöhe ich meinen Preis. Teuer, ja, aber deswegen biete ich auch einen kleinen Auftrag an, wenn du nicht zahlen kannst. Immerhin gibst du offen zu, dass du uns nur ausnehmen willst. Vielleicht kann ich dich ja, mein Freund, hier überzeugen, nochmal über den Preis nachzudenken. Nun gut, wenn du uns nicht bald ein vernünftiges Angebot machst, müssen wir uns die Informationen eben mit Gewalt holen. Ryujin wäre wahrscheinlich nicht sehr erfreut, einen seiner Informanten zu verlieren. Nun, ich arbeite nicht für Ryujin. Mir ist also egal, was sie denken. Mich interessiert nur ein fairer Preis. Schon gut, ich hab's kapiert. Weiter kann ich aber wirklich nicht runtergehen. Okay, na gut, hier sind die Credits. Ich wusste, du nimmst Vernunft an. Meine Informationen beziehen sich auf einen Deal namens Dominion-Projekt. Ich gebe dir 2 Slates. Sie enthalten von mir beschaffte Überwachungs- und Interaktionsdaten zu Stanley McMillan, dem Infinity-Vertreter. Ich gebe dir auch noch eine 3. Slate, weil du nämlich die Dateien zum Dominion-Projekt selber von seinem Computer ziehen musst. Alles klar, mehr brauche ich nicht. Schön, mit dir Geschäfte zu machen. So, dann einmal die Audiodatei anhören. Blub, blub, blubs. Notizen. Was zum Teufel machst du überhaupt in diesem Kaff? Hast du den Kürzeren gezogen oder was? Infinity schickt mich. Soll Deimos zum Anbeißen bringen. Die haben für die Sache sogar einen schicken Codenamen. Dominion Projekt. In meinen Ohren klingt das nach Weltherrschaft. Ich würde das sofort abreißen. Das freut uns natürlich sehr. Ja, genau. Ich sage es dir, dieses Dominion-Projekt funktioniert wirklich. Wir sollten das an Inception oder Quantum verkaufen. Du solltest in der Astro Lounge sitzen und Ryujin Industries um die Technik betteln lassen. Die Ironie wäre köstlich, aber nein. Das ist unser Baby. Dominion bringt Infinity endlich an die Spitze. Wir schlagen Ryujin mit ihren eigenen Waffen. Na gut. Denn einmal noch die Notiz lesen, die hätte ich zuerst anklicken sollen. So. Brauchen wir jetzt nicht nochmal durchlesen. So, und finde die Akten zum Dominion-Projekt. Achso, halt. Ist er hier in, Zydonia gewesen, ne? Hab ich jetzt die Quest ausgeblendet? Ich hab die Quest ausgeblendet. Warum mache ich denn dies? Deluxe-Kondos sind nichts Besonderes. So. Einmal kurz, zack. Der müsste dann... Ah, der passt nicht. Ein bisschen verguckt, der wäre besser. Und der hier.
gut, hacken wir das auch gleich nochmal. Passen mir gerade ein bisschen zu viele. Nehmen wir den und nehmen wir den. Und dann einmal... So und so. Und schon haben wir das doch. Für Computersysteme hat mir immer die Geduld gefehlt. Das ist nicht so schlimm. So, dann wollen wir einmal wieder zurück. Ging ja doch schnell. So. Jetzt geht's ja erst um das Manipulieren schlechthin hier. Und einmal hoch. Bin sogar am Überlegen. Na, wir ziehen hier auch mal komplett andere Fäden gegen Ende. Wenn der Deal platzt, war's das mit meiner Karriere. Bin mal gespannt. Das hat länger gedauert als erwartet. Ich hoffe, Simons Informationen waren die Mühe wert. Das waren sie, glaub mir. Du bist sehr selbstsicher, was? Ich entschlüssele das kurz. Mal sehen. Hier ist der Schlüssel. Und fertig. Sieh an, sieh an. Unser Freund Simon hat also nicht gelogen. Das ist eine Verkaufsinitiative für das Dominion-Projekt. Das Design ist von uns, nicht Infinity LTD. Ach, sie haben nicht einmal den Namen gelöscht. Sie dachten also, sie werden nicht erwischt. Komm mit, das muss Masako erfahren. Na denn? In den Sperrzonen hast du nichts verloren. In welchen Sperrzonen? Du kommst mir nicht in die Quere und ich dir nicht. Hey, Ularu? Was ist denn los? Wer ist das? Das ist unser neuer Agent, ganz frisch. Er hat den Auftrag, sich mit einem Informanten zu treffen. Aber jetzt kommt's. Infinity LTD hat das Dominion-Projekt in die Hände bekommen. Unmöglich. Nicht nur das. Sie wollen es auch noch unter ihrem Namen verkaufen. Natürlich tun sie das. Feins muss der Sache unverzüglich nachgehen. Da du das aufgedeckt hast, hilfst du bitte bei den Ermittlungen. Das Dominion-Projekt ist geheim. Schon von seiner Existenz darf man nur mit hoher Sicherheitsfreigabe wissen. Wenn Infinity LTD Informationen darüber hat, müssen wir einen sehr gut vernetzten Maulwurf in unserer Firma haben. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Maulwurf noch mehr Informationen in die Finger kriegt. Ganz genau. Rede mit Dalton Fiennes, unserem Chief Security Officer. Ich schicke ihm die Details. Du hast uns auf einen gewaltigen Sicherheitsverstoß aufmerksam gemacht. Ich hoffe, dass du hilfst, wo du kannst. Und danke. Manche Agents hätten das vielleicht als Gelegenheit zu einer Erpressung genutzt. Schön zu wissen, dass du loyal bist. Gut, dann einmal zu dem werten Sicherheitschef. Lups. Gut, du bist hier. Dank deiner Arbeit in Cydonia hat hier angeblich jemand Informationen über das Dominion-Projekt an unsere Widersacher bei Infinity LTD weitergegeben. Ein Maulwurf in der Firma bedeutet ein Versagen meiner Abteilung. Wir leiten die Sicherheitsdirektive Theta ein, eine komplette Durchleuchtung des gesamten Personals im Gebäude, einschließlich Masakos und mir.
Das sieht nicht gut für euch aus. Es ist definitiv ein Versagen. Aber vorerst zählt nur, es zu beheben. Direktive Täter hat einen einzigartigen Fall, nämlich Ularu Chen. Die Direktive verlangt, dass ein spezialisierter Programmierer namens Nix sie durchleuchtet. Aber du musst ihm bei einem ungewöhnlichen Auftrag helfen. Ich nehme an, dieser Nix ist vertrauenswürdig? Vertrauen ist da irrelevant. Es geht um beiderseitige Vorteile und um Druckmittel. In diesem Fall beiderseitige Vorteile. Nix gibt dir ein Programm, das du auf Ularus Computer installierst und das Daten sammelt, um ihre Schuld oder Unschuld zu beweisen. Dein Job ist es, anonym in den Ryujin Tower einzudringen, um dieses Programm auszuführen. Vollkommen unbemerkt. Das bedeutet, dass deine Schlüsselkarte deaktiviert ist und die Wachen im Gebäude dich als Eindringling ansehen. Klingt so, als würdest du die Leben deines eigenen Teams riskieren. Wenn das ein Witz war, war er nicht lustig. Wir vertrauen darauf, dass du das möglichst diskret erledigst. Ich schicke alle nicht essentiellen Mitarbeiter nach Hause, auch Ularu. Ich sage einfach, es werden Routine-Sicherheitschecks durchgeführt. Inzwischen sorge ich dafür, dass du Zugang zum Lüftungssystem des Towers hast. Das sollte dir helfen, nicht entdeckt zu werden. Und du bekommst einen Disruptor, was dabei helfen sollte, Opfer zu vermeiden, falls es zum Worst-Case-Szenario kommt. Ich kann nicht garantieren, dass niemand verletzt wird. Sie sollten mir nicht in die Quere kommen. Ich darf dich daran erinnern, dass wir nicht nur von unschuldigen Menschen reden. Es sind auch deine Kollegen. Es ist in deinem besten Interesse und auch in Ryujins, dass niemand verletzt wird. Du triffst dich in Madame Sauvage's Place mit Nix. Er weiß, dass Direktive Theta aktiv ist. Na denn? Ja, das Disruptor werde ich jetzt nicht auspacken. Das wichtigste Meeting meiner Karriere. Ich werde einfach mich so durchbolzen. Nix mit Sneaky. Ich bin mal gespannt, was dann passiert. Und ob da was passiert? Das heißt, die nächsten werde ich jetzt größtenteils boxend durchgehen. Bin mal gespannt, ob ich gefeuert werde. So wie bei der Sysdev. Das würde mich jetzt mal interessieren. Ich werde es jetzt also mit Absicht verkacken. Gucken wir mal. Na, bei den Spacern... Oder war das Ekliptik? Ich glaube, es war Ekliptik. Da rennen wir ja dann auch einfach durch. Es wird wieder gut ein bisschen EP geben. Also das Durchrennen bis jetzt so, ohne Sneaky, gab immer 10-mal mehr EP, weil man ein bisschen mehr Gegner weggeknallt hat. Das heißt, ich sollte auch noch mal gucken, dass ich wenigstens noch mal vorher schlafen gehe irgendwie. Mich ein klein wenig ausruhen. Kein Interesse. Wir sind bekanntermaßen Neons. Das heißt, wir sollten dann vielleicht vorher noch mal zum Schiff gehen. Bevor es losgeht und schlafen. Ist schon komisch, wenn jemand wie ich besser dran ist als Leute, die am Band oder am Schreibtisch arbeiten. Hast du einen Termin? Sonst hast du hier nämlich keinen Zutritt. Ryujin schickt mich für direktive Täter. Ah ja, Daltons Mädchen für alles. Ich habe ein Programm für dieses Szenario. Aber Ryujin weiß, dass es das nur gegen Credits oder einen Gefallen gibt. Ich bin ziemlich sicher, dass der Preis verhandelbar ist. Oh, das ist er ganz bestimmt nicht. Wir finden bestimmt eine Lösung. Ja, kenne ich. Schon gut. Kein Wunder, dass Ryujin dich angeheuert hat. Machen wir den Gefallen, nie komm. Na gut, hier ist dein Geld. Immer wieder gerne. Dein Job ist simpel. Führ das Baby hier einfach auf Ularu Chens Computer aus, das Programm macht den Rest. Wenn du fertig bist, bring mir die Slate nach Hause. Ularu hat sicher eine knackige Verschlüsselung, für die mein kleines Setup hier vermutlich nicht ausreicht. Gut, ich würde der Security hier sowieso nicht trauen.
Schön, dass du noch mehr kannst, als nur herumzuschleichen und gut mit Worten umzugehen. Hier ist die Slate. Ich warte. So, einmal einen Weg nach Ryujin rein, aber wir gehen jetzt erstmal ins Schiff. Und gehen mal eine Runde schlafen. So, einmal aufstehen. Ich glaube, ich müsste sowieso noch mal ein bisschen was aus meinem Inventar ins Schiff legen. Dann machen wir das doch mal, Gaudi. Was haben wir hier noch? Die haben noch den Nova. Jetzt haben wir hier noch eine Pistole. Wir haben hier noch einen Nova. Einen Anzug. Business-Kleidung und Chefetage können wir eigentlich ablegen. Brauchen wir eigentlich nicht. Wir haben ein, zwei Ressourcen da. Und natürlich noch ein bisschen Sonstiges. Was halt auch noch mal ein bisschen was wiegt, auch wenn es nicht viel ist. Ja, meine Dietriche kriegst du definitiv nicht. So, 83. Ja gut, wir könnten noch mal bei Hilfe ganz kurz durchgucken. Was haben wir hier? Unterdrückt, das könnten wir verkaufen. Genmaterial, was haben wir hier? Schadensresistenz brauche ich eigentlich auch nicht. Nahkampfschaden brauche ich auch nicht. Entgifter, ja, sollte ich mal beibehalten. Frostwolf sowieso. Da können wir mit wegpacken. Wegpacken. Packen wir auch mit weg. Hier haben wir nochmal Herz. Fernkampfschaden, Waffenpräzision brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Neurajack. Wir haben eigentlich dieses Mal gar nicht wirklich was geforscht, ne? Mal gucken. So, Notfallkit behalte ich jetzt auch nochmal. Das hier ist ebenfalls Fernkampfschaden. Und Bewegungsgeräusche. Das brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Ich denke mal, wir sind mit unserer Freundin durch da. Rotwein, Salat, Schlangenöl, Squall brauchen wir auch nicht. Erstmal ordentlich was ablegen. Ah, hier hätten wir sogar EP. Gut. Sind wir ein bisschen leichter unterwegs. Dann gehen wir einmal kurz ins Bettchen. Eine Stunde schlafen reicht ja. Das war wirklich berauschend. Du hast aber nur zwei Hände, oder? Nein, ich habe vier. So, dann nehmen wir natürlich jetzt nochmal einmal ein. Zack. Alles für die EP. Dann einmal nach oben. Machen wir es nämlich ein bisschen schneller. Indem ich mich hinsetze und dann einfach aussteige. Bis ich durch mein ganzes Schiff gelaufen habe, ist ein bisschen Zeit vergangen sonst. Captain, Grüße. Vasco, Grüße. So, dann gehen wir gleich mal Gas hier. Die Stadt blinkt uns ja schon an. Und nachts sieht Neon sogar richtig schön aus. Na los, die Scanner tun dir schon nichts. Ja, das weiß ich doch, dass die Scanner mir nichts tun. So, jetzt müssen wir einmal nach Abside. Und ich muss auf jeden Fall mit der Teilchenschrotflinte schießen, damit wir auch mal mit den Crit ein bisschen vorankommen, weil wir stehen bald schon wieder vor Level. Dann können wir mit den Crit-Treffern nämlich noch mehr Schaden anrichten. Aber jetzt erstmal ganz nach oben klettern hier. Okay. Los, nicht vom Blitz erwischen lassen. Und dann wollen wir mal rein hier.
Wie gesagt, Sneaky machen wir jetzt mal nicht. Wir hauen jetzt hier einfach alles um, was mir bei 3 auf dem Baum ist. War denn hier jetzt der erste Eingang? Ach hier. Shop, den ich gleich gesehen. Profit sollte nie das Ziel sein, aber wenn es etwas Wertvolles gibt, warum nicht? Jo, dem stimme ich zu. Officer tot! Bin unter schwerem Beschuss! Na, irgendwie treffe ich dich aber nicht. Hä? Ach, da ist eine Glaswand dazwischen. Da ist eine Glaswand dazwischen gewesen. Deswegen habe ich dich nicht getroffen. Naja. Dann gehen wir einfach mal weiter. Jetzt wird es endlich interessant. Ach echt? Tötet sie! Mach sie! Ja! Ja! Das wird interessant, sagt er. Lass mich doch erstmal nachladen, Mensch. So. Auf der Distanz mit einer Schrotflinte schießen, ne? Das ist sinnlos. Ach, ich hab noch die falsche Fähigkeit drin. So. Immer einfach weiter den Questmarker folgen. Passt schon. So, blups. Dann werde ich aber jetzt trotzdem einmal kurz wechseln. Würde ich sagen. Na, schwarzes Loch bringt nichts viel. Machen wir lieber gestaffelte Zeit wieder rein. Weil so viele Gegner haben wir jetzt hier, glaube ich, nicht gehabt, ne? Ziel gefunden. Oh, Level 12. Der Ärmste. Wo ist der Roboter? Oh, dich hat's noch nicht ganz zellig gehabt. So, mal kurz an die Seite hier. Sonst noch jemand hier? War hier nicht immer noch ein Roboter, der mich hier geärgert hatte? Also ein großer, nicht so ein kleiner. Nehmen wir den, bis wir einen anderen gefunden haben. So, einmal mitgenommen. Ich glaube, hier gibt es gleich keine Secret-Leute mehr. So, einmal hier rein. Ah, irgendwo schießt er schon wieder auf mich. Wo denn? Aha. Verdammt. Da hat der Chat nicht mehr gereicht. Natürlich werdet ihr hier abgeschlachtet. Was dachtet ihr denn? Dass ich euch alle am Leben lasse? Mich hat's erwischt! Oh,
haut er mich durch die Säule, also. Schlimmer Finger, du. Sonst ist keiner mehr hier. Na gut, denn einmal den nächsten mitnehmen. Sie da nichts Gutes drin hat. Meisterschloss, ne? Dann wollen wir doch mal das Meisterschloss knacken hier. Obwohl, wir können ja hier einmal zack. Machen wir wenigstens einmal Auto. Sonst hebe ich die mir immer so lange auf, dass es nicht passt. Dann müsste ich den nehmen, ne? Die anderen passen alle nicht so wirklich. Dann haben wir den hier und den einer hier. So. Dann haben wir den und den einer. Na, der passt leider nur so rum rein. Der passt gar nicht. Ah, so einen habe ich leider nicht mehr. Der passt auch nicht. Oh oh. Passen alle nicht so gut. Ich glaube, ich habe es schon verkackt, oder? Ja, wir probieren es nochmal. Ich habe es versemmelt. Irgendwo habe ich einen Fehler gemacht. Dann bräuchte ich den einer danach. So. Der passt gar nicht. Dann hätten wir jetzt noch hier einen, der im T wäre. Haben wir nicht. Auch nicht so gut. Ja doch, wir hätten noch einen mit T. Was erzähle ich denn hier? Machen wir den rein. Denn die T-Form. Ich hab noch einen einer. Jetzt die letzten zwei. Nee, der passt leider auch nicht. Der passt leider auch nicht. Dieser hier würde noch passen. Dann bräuchte ich einen übers Eck. Reicht der hier? Wunderbar. Urlaubstage. Nee, gut, das wissen wir ja eigentlich alles schon. Nachrichten. Das hatte ich jetzt eigentlich, ne? Schlecht gemacht. Ich hätte jetzt nicht unbedingt das alles Ganze lesen müssen. Wir sollen den Nova Blast ausrüsten, immer noch. Nö. Nee, halt, das ging ja dann hier oben im Büro weiter. Musste dann ja hier oben aus dem Büro irgendwie raus. Hier war das. Einmal durch den Lüftungsschacht. Ich bin ja mal gespannt, was Dalton jetzt sagt. Und ob wir jetzt unserer Arbeit verwiesen werden. Oh, da waren sogar zwei Waffen drin. Nett. So. Lups. Ja, irgendwann breche ich mir mal wieder was. Ich sehe es kommen. Es macht halt viel mehr Spaß, mit dem Jetpack hier runter zu düdeln. Als anders. Bin ein bisschen falsch abgebogen. Aber nur ein bisschen. Hier war das.
Der gute Nyx braucht ja noch die Daten. Du hast es echt geschafft. Der Ryujin-Wachdienst lässt nach. Ryujin hat die beste Security, die man sich vorstellen kann, aber ich bin einfach gut. An Selbstbewusstsein mangelt es dir nicht, oder? Aber ich habe dein Werk im Trade Tower gesehen. Also glaube ich dir sogar. Und jetzt nehme ich bitte das Programm zurück und sehe mir die Daten an. Na dann mach mal. Das Programm, das ich dir für Olarus Computer gegeben habe, öffnet mir quasi die Hintertür. Ich sehe einfach alles. Also sehen wir es uns an. Na denn? Ularu hat eine beeindruckende Verschlüsselung, aber ich kann sie natürlich knacken. Umgehe Schutzmaßnahmen, starte Entschlüsselung. Dürfte nicht lange dauern. Scheiße, bin ich gut. Ging schneller als gedacht. Ich speichere für Dalton einige Dateien. Darunter den Zugangsverlauf und alles, was mit dem Dominion-Projekt zu tun hat. Ich baue noch eine neue Entschlüsselung ein, damit nur er sich das ansehen kann. Und fertig, das war's. Ich habe die neu verschlüsselte Slate. Sieht aus, als hätte Ryujin eine spaßige Zeit vor sich. Streng genommen soll ich nicht nachsehen, aber wenn meine Software läuft, sehe ich quasi zwangsläufig, was los ist. Ich bringe die Slate gleich zu Dalton. Mach das. Hier ist die Slate. War wie immer schön, Geschäfte mit Ryujin zu machen. Na denn, holen wir uns mal den Anschuss ab. Weil ich habe ja jeden abgemuckst, der nicht bei Dreh auf dem Baum war. Waren aber nicht so viele. Mir kam es immer viel mehr vor, wenn wir das Sneaky durchgelaufen sind. Naja. Da war das mit den Systev-Missionen ein bisschen mehr Leute. Wow, wow, wow. Ist eine üble Gegend hier. Gut gemeinter Rat. Geh zurück zur Bayou Plaza, bevor die Disciples dich kriegen. Ich komm schon klar. Hey, ist dein Leben, das du riskierst? Der Distrikt geht vor die Hunde. Wir Kistenratten dachten früher, die Abside-Strikers wären schlimm mit den ganzen Überfällen und Erpressungen. Aber jetzt, wo die weg sind... Jetzt wünsche ich mir fast, sie würden nicht nur bei Madame Sauvage rumsitzen. Es wird immer schlimmer. Vielleicht check ich diese Typen mal aus. Naja, du findest sie bei Madame Sauvage. Sie halten immer Castings ab, wie sie das nennen. Suchen nach neuen Leuten. Hey, wie wär's zum Dank mit einer kleinen Spende? Könnte mir das Leben retten. Hab ein Herz, komm. Ich hab's schwer genug. Sorry, hab keine Credits übrig. Tja, so ist es schon mein ganzes Leben. Okay. Nächste Quests. Die Crimson Fleet ist im Moment... Und dann einmal jetzt ab zu Dalton. Mal sehen, ob wir rausgeschmissen werden. Glaube ich jetzt beim ersten Mal nicht. Da hatten wir, glaube ich, auch schon mal einen Fehltritt mit Sarah und sie hat einfach einmal erschossen. Aber okay, gucken wir mal. Sicher war ich, bin ich mir jetzt gerade nicht mehr. Was hast du zu berichten? Du weißt hoffentlich, was du die Firma gekostet hast. Du solltest den Wachleuten ausweichen und keinen irren Amoklauf starten. Kollateralschäden. Ich hab dir besorgt, was du wolltest. Sag das den Familien, die wir kontaktieren müssen. Und noch dazu sind jetzt alle damit beschäftigt, das aufzuräumen. Ich streite darüber nicht mit einem wildfremden Menschen, der sicher keinen Schimmer hat, wie man ein Unternehmen führt.
Ich verstehe deinen Standpunkt. Aber diese Menschen mussten nicht sterben. Unsere gemeinsame Bekanntschaft hier fand ihre Leben einfach unwichtig. Sehen wir uns die Daten an, für die du diese Menschen getötet hast. Meine Güte, ist der stinkig. Verständlich aber. Kaum zu glauben, aber jemand hat von außen auf Ularus Dateien zugegriffen. Ein sehr kompliziertes Tracing. Erstaunlich, dass Nix das alles nachvollziehen konnte. Verdammt. Und da ist die Täterin. Imogen Salzo, Senior Operations Specialist und eine der wenigen, denen ich das zugetraut hätte. Jemand muss ihr eine Menge Credit zahlen, sonst würde sie Ryujin nicht so hintergehen. Entweder das, oder sie ist extrem wütend auf jemanden in der Firma. Es muss sehr zermürbend sein, sich unter Kollegen ständig darum zu sorgen, wem man vertrauen kann und wer die Wahrheit sagt. Bevor wir schwerwiegende Entscheidungen treffen, muss ich sie befragen. Ich will, dass du in ihr Büro gehst und sie herbringst. Sie darf nichts unternehmen, bevor ich nicht Gelegenheit hatte, mit ihr zu reden. Ich behalte sie gut im Auge. Gut. Das Schwierigste in der Geschäftswelt ist es vielleicht, Wahrheit und Lüge auseinanderzuhalten. Gut, einmal fertig. Wunderbar. Dann würde ich aber sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.